Hallo liebe Leute, grüß euch. Ich bin jetzt bei Alfons Weindorf von meinem Musikproduzenten, um ein neues Produkt aufzunehmen. Ich freue mich schon wahnsinnig. Kommt's mit? Wo ist er? Ja! Ja, Sani! Grüß dich, Sani! Sind wir wieder da? Ja. Ja, ist ja brav. Hallo Alfons, grüß dich. Andi, jawohl, grüß dich. Wie geht's? Alles gut. Wo ist die Gabi? Ja, da hinten ist sie. Hey! Grüß dich, Gabi. Packen wir's wieder, oder? Ja, packen wir's wieder. Na, dann geht's hier, weihnachtlich. So, Dalla. Ah, schön wieder da zu sein. Meine alte Heimat haben Sie da. Freu mich. Jetzt dahin. Sind wir dabei. Leidl, ein Weihnachtsalbum. Sind wir beim Basteln. Genau. Beim Alfons. Mein Produzent seit 25 Jahren. Ja, seit Anfang an Wahnsinn. So ungefähr. Ja. Man glaubt es ja kaum. Ich freue mich schon richtig drauf. Ja, seid schon mal dabei. Vor dem Licht der Meer. Herr Alfonso, was sagt er? Das war der super. Wie, du hättest was anderes gesagt. Super gesungen. Ja, wir haben heute Weihnachten. Das vierte, wie viele Weihnachtsalbum haben wir jetzt? Album, ja, fünfte? Das dritte oder vierte. Ja, ja, sowas. Ja, sowas in der Richtung. Da bin ich immer gern dabei, dass ich ein bisschen so volkstümliche natürlich, das von mir daheim ist, das passt auch gut zu mir. Und natürlich auch dieses spezielle, ein bisschen das Modernere, gell, das Lustige, ja, was auch reingehört. Ist, ja. Was reingehört. Und da sind wir wieder beim Basteln. Und ja, ja. Riesenspaß. Ja, also wir haben auch versucht, wirklich ganz unterhaltsame verschiedene Arten, verschiedene Formen da hineinzubringen. Eben wie der Hansi sagt, ein bisschen Modernes, auch ein paar Traditionelle. Und ich glaube, jetzt im Laufe der Jahre hat sich ja so ein gewisser Hansi-Style eigentlich fast schon eingebürgert. Oder einfach so eine Art, wo man einfach gleich kennt am Lied, das ist der Hansi. So ist er und so muss er sein. Und das ist, glaube ich, schon ganz wichtig, dass auch für jeden Künstler eine ganz eigene Note, eine eigene Farbe immer wieder geschaffen wird. Und dass das dann auf die Leute auch honorieren und akzeptieren, dass das eine eigene Farbe einfach auch ist. Und da, glaube ich, haben wir ganz so guten Mittelmaß gefunden. Ja, oder? Absolut. Obwohl immer wieder was Neues dabei ist. Wir haben ja auch immer wieder versucht, auch zu experimentieren natürlich, ja. und zu schauen, was ist möglich, wie kann man es erweitern, was kann man auch sonst für Dinge machen. Also eine spannende Reise einfach auch immer wieder über die Jahre hinweg. Ja, wir kennen uns jetzt eigentlich 25 Jahre. Das wird wohl so sein, natürlich, ja. Und das Schöne ist wirklich, dass man seit 25 Jahren habe ich mit Alfons das Vertrauen und das ist ja wichtig, dass man da ins Studio geht, weil das ist doch etwas, was sehr Privates, sehr Intimes ist. Und deshalb braucht es einen Menschen, wo man sich gut versteht. Und mit Alfons habe ich Gott sei Dank einen gefunden, wo ich einfach das Gefühl habe, ich stehe da hinten. Und er gibt mir die Musik ein und ich kann nachher das machen und kann die Verbesserungen machen mit ihm zusammen. Und dass das einfach eine Harmonie ist, das muss passen. Und mir geht es halt immer so, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja. Na, das ist natürlich genauso für einen Produzenten auch ganz wichtig, dass man zu einem Künstler einfach ein großes Vertrauen hat und einfach gemeinsam an einem gemeinsamen Ziel arbeitet im Grunde auch. Und das ist das, was das eigentlich dann auch ausmacht, dass man ein gutes Ergebnis dann auch hat und für den Künstler auch arbeitet. Und die Menschlichkeit und all diese Dinge, die auch im Studio sehr wichtig sind, das Singen ist natürlich eine rein menschliche Angelegenheit. Und das muss immer wieder geschaffen werden. So kann man es vielleicht nennen. Und Musik ist einfach, Musik bringt einfach die Leute zusammen. Musik ist ein wunderbares Instrument, wo man Menschen zusammenbringt, jung und alt, wo man einfach die Sorgen ein bisschen wegschmeißen kann. Und ich glaube gerade eben auch, dieses spezielle Weihnachten 2020 erfordert ja vielleicht umso mehr für die Menschen. Also wir hoffen, dass wir da ein paar schöne Lieder für euch haben, wo man sagen kann, das braucht die Welt, könnte man sagen. Das brauchen die Menschen. Und der Hansi ist einfach ein wunderbarer Botschafter der Menschlichkeit, muss man sagen. Und gerade Weihnachten ist ja das große Fest der Menschlichkeit, des Friedens und was alles dazugehört. Das ist schon wichtig, dass man da die besten Lieder einfach auch zusammensucht und sich die größte Mühe
Mühe gibt, einfach, dass man da gute Sachen zusammen schaffen kann. Ich muss noch mal Dankeschön sagen an meine Fans, dass ihr mich einfach so nehmt, wie ich bin, dass ich das tun kann, was ich gerne tue. Und ich hoffe wirklich jetzt mit den Alben mit Alfons zusammen, dass wir euch wieder gerade zur Weihnachtszeit hin nette Lieder, nette Stimmung bringen können. Also. So Leidl, ich hoffe, dass ihr viel Spaß habt dann mit dem Album, was wir machen. Aber jetzt müssen wir weiter. Wir müssen auch. Ja, klar. Geht euch. Auf geht's. Und auf geht's. Dich ganz nah zu spüren. Im hellen Kerzenschein. Bald werde ich dich wiedersehen. Ich komm zu dir. So schnell.